Dann schauen wir noch auf die Lage nach dem Hochwasser in Süddeutschland. In den Überflutungsgebieten läuft das Wasser weiter ab. Seit der Nacht gilt die höchste Meldestufe nur noch bei Vilshofen an der Donau in Niederbayern. Der Wasserstand wird die Meldestufe 4 aber auch dort voraussichtlich heute noch unterschreiten. Laut einer vorläufigen Schätzung der deutschen Versicherer hat das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg Schäden in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro verursacht. Die Hildenbrands schaffen Platz. Gleich kommt der Gutachter, um die Flutschäden anzuschauen. Mit Hochwasser hatte in Schorndorf keiner gerechnet. Seit Jahrzehnten wohnt Udo Hildenbrand hier. Vergangenen Sonntag dann die Katastrophe. Das Wasser kam plötzlich, also innerhalb von einer halben Stunde. Dann konnte ich halt nur noch reagieren. Sein Auto hat er noch aus der Garage gefahren, sich selbst zu einem Freund gerettet. Die Schäden hier werden größtenteils ersetzt, aber nur, weil er eine Elementarschadenversicherung besitzt. Die haben nur gut die Hälfte der Haushalte in Deutschland. Sven Oehme begutachtet. Okay, Wasserstandshöhe circa 1 Meter, noch deutlich ersichtlich. Und dann das ganze Untergeschoss betroffen. Komplett. Der Brenner der Heizungsanlage muss ersetzt werden, einzelne Teile ausgetauscht. Ebenso die Stahltüren. In der Straße haben die meisten noch keinen Strom, doch seine Elektrik scheint intakt. Ein paar Zentimeter mehr und dann wär's erledigt, ja, mit dem Strom. Sven Oehme organisiert jetzt erstmal eine Reinigungsfirma. Die Stunden, die Udo Hildenbrand selbst geputzt hat, bekommt er auch bezahlt und einen Vorschuss. Dass er auch Geld hat, dass er mal auch wichtige Sachen im Vorfeld schon mal wieder anschaffen kann. Und grundsätzlich ist so, wenn er irgendwelche Rechnungen bekommt, die schickt er zu uns. Insgesamt wird die Versicherung etwa 30.000 Euro zahlen, schätzt der Gutachter. In ganz Süddeutschland hat das Hochwasser wohl Schäden um die 2 Milliarden verursacht.